Gegner im zweiten Spiel, die Landshut Cannibals. 25 Minuten lang steht es 0:0. Dann gehen die Hausherren verdient in Führung. Torschütze Conny Strömberg. Die Niederbayern klar spielbestimmend, umso überraschender der Ausgleichstreffer zum 1:1 in der 47. Minute durch Tim Smith. Und völlig auf den Kopf gestellt wird die Partie 2 Minuten später von Simon Danner. Landshut traut nun den zuvor verpassten Torchancen nach. Ja, der Christian Brossard hat heute gehalten wie ein Weltmeister. Wenn ein Durchschnittstorhüter ein Tor gewesen wäre, dann hätte ich sicher 10:1 wie letzte Woche. Von einem 10:1 Sieg wie gegen Bremerhaven ist Landshut diesmal weit entfernt. Dennoch muss Wölfe-Torhüter Brossard noch einmal hinter sich greifen. Der 2:2 Ausgleich durch Eric Dyer. Doch 3 Minuten vor der Schlusssirene der geniale Siegtreffer für Freiburg. Markus Schröder erzielt das 3:2 und sichert damit den Breisgauern das erste 6-Punkte-Wochenende der Saison. Die ganze Mannschaft, die hat gut gearbeitet. Wir haben, sag ich mal, im Anfang, zweiten Drittel einen kleinen Durchhänger gehabt und dann waren wir einzeln in Rückstand. Und aber dann sind wir gut zurückgekommen und sagen wir mal, im letzten Drittel haben wir noch mal alles gegeben und haben dann auch Glück gehabt und haben dann Gott sei Dank gewonnen. Und so klettert Freiburg mit dem 3. Sieg in Folge auf Tabellenplatz 6 nach oben. Und wir